damals ist es für uns auch neu, nach 2 Jahren Deutschland, in Wartenberg, dann läufst du auf der Straße und dann schmeißen die Steine und Dosen auf dir, so nach dir. Und das war schon komisch. In Deutschland habe ich gemerkt, eigentlich praktisch, dass wer ich bin, also was für eine Hautfarbe ich habe. In Ghana habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, weißt du? Ich bin immer noch manchmal wütend, so auch. Sei es auf mich selbst oder auch die Situation, die allgemeine Situation. Oder auf bestimmte Personen, die mich verletzt haben gerade. Rassistische Situationen, die ich auch immer noch erlebe, die sind jetzt nicht, da tauchen keine Kuckucksklan-Männer auf. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich mich hätte verbiegen müssen, um nicht aufzufallen. Also wo ich mich verbiegen musste, um nicht aufzufallen.